Ich bin live. Gut. Kurz noch Soundcheck, ob alles funktioniert. Sind wir? Bla bla bla. Oh, ich bin gar nicht zu sehen. Sind wir? Bla bla bla. Oh, ich bin gar nicht zu sehen. Aber zu hören. So, hier bin ich. Geht doch. Dark Souls. Richtig. Wir spielen Dark Souls. Wie so oft. So, ich wollte mir heute die große Glut holen. Nein, die sehr große Glut. Ich habe letztes Mal das Wasser aus Anor Londo rausgelassen. Ich wollte mal kurz schauen. Grauer Brocken habe ich zwei. Davon brauche ich ein paar mehr. Egal. Gehen wir erstmal. Feuerwehrschrein. So, und wir haben nur zwei Wanderflüche, egal, es muss reichen. Wir müssen ja diesmal nicht in dieses Kampfhaus. Darauf. Ich habe wieder den Verstümmelungsflug geschickt. Wunderschön. Muss mal kurz was checken. Okay, wir gehen wieder rein. So, wir haben ja kein Wasser mehr. Das ist die gute Nachricht. Schlechte Nachricht ist, dass wir hier noch längst nicht fertig sind. Oh, da hinten bin ich gestorben. Richtig, ich erinnere mich. Ich wurde gecornert von einem Scheißhaufen Geistern.
doch immer mehr Schaden, als mir recht ist. So, wir wollen diesen Fahrstuhl hier. Jo. Komm, komm raus, wenn du was willst. Goodbye. Hier runter. Um hier wieder hoch zu gehen. Genau. Hier holen ekliges Schleimischleim. Der wird meine ich. Wo ist das Schleim und Schleim? Ach, da. Ist das Ding. Okay. So, und hier sind wir. Riesenblut. Okay. Nicht sehr große Blut, sondern Riesenblut. Gibt's hier noch was? Unten gibt's Upgraves, das weiß ich. Hier habe ich jetzt nicht so viel Bock, ich gehe einfach wieder hoch. Sehe ich in der Itembeschreibung, welchen Miet ich dir geben muss? Ah, das ist nicht hier. Ja. Waffenumwandlung erforderliche Blut. Eine riesige Blut von bester Qualität wird von Schmieden von Astora bearbeitet. Okay, André sollte da, ja. Alright. André! Bis deinen linken Arm geben. Ja, bitte sehr. Kriegst du auch ohne deinen linken Arm. Ja, machen wir mal plus 11. Und dann brauchen wir direkt. Ah ne, es fehlen nur Seelen, okay. Ja. Das ist true. Also, das sollte reichen. Waffe verstärken. Don't get yourself killed. Neither of us. Ja. Okay, wo geht's jetzt hin? Ups. It's me, hab extra den Witcher-Download unterbrochen für den Stream. Oh, lieb. Oh, wir sind schon bei A. Nice. 297 plus 255 A-Scaling. Das läuft ja gut. Wird dann mal. Guck mal, Stream-Stuff. Twitch war wieder komisch zu mir. Okay. Ja.
Das habe ich bei anderen Streams auch. Ich denke mal, weil ich halt irgendwann gesagt habe, dass mein Stream sich an Ältere richtet. Neulich musste ich das sogar machen, als ich meinen eigenen Stream geöffnet habe, um Soundcheck zu machen. Also ich habe mit meinem Account meinen eigenen Stream im Browser aufgemacht, um zu gucken, ob Sound funktioniert. Und dann muss ich erstmal sagen, ja, ist okay, ich will das angucken. Twitch einfach extra careful, ja. Ich meine, vielleicht hat sich auch irgendwas geändert, dass das jetzt, weil ich meine, das hätte früher anders ausgesehen. Ui. Lila Moosklumpen. Lila Moosklumpen mit Blume. Aber ja. An sich ist es nicht verwunderlich, dass es überhaupt kam, weil ich halt eben gesagt habe, dass das machen soll. Leuchtfeuer. Jede Internetseite brennt hier gerade irgendwie. Sie müssen sich halt auch immer in jedem Land irgendwie für die dort geltenden Gesetze ein bisschen anpassen. Ich lasse mich nicht von euch ganken, könnt ihr vergessen. Dafür sollten wir erstmal klare Gesetze fürs Internet haben und Leute, die verstehen, was dafür notwendig ist. Ach komm! Nein! Ah, fuck! Hui! Kann ich euch backstabben? Geht das? Nö. Aber one-shotten kann ich euch, okay, wow. Damage is real. Ich habe dieses Gebiet noch nie großartig erforscht, weil ich immer Schiss hatte und einfach durchgerannt bin. Ach komm! Heute nehme ich mir mal ein bisschen Zeit. Oh, du bist so ein lebender Baum. Mit einer Echse drauf. Oder? Also die Echse ist drauf, aber okay, der Baum lebt scheinbar doch nicht. Liebeseitiger. Ja, ich habe es ja immer vermieden, Zeit zu verbringen. Weil das Gebiet so unübersichtlich ist. Oh. Überall sich was verstecken kann. Und ich außerdem nicht beurteilen konnte, wie stark diese Spine-Golems sind. Aber apparently gar nicht. Was ist los? Oh mein Gott, er hält mich fest! Okay, das kannte ich noch nicht. Das war neu. Das war scheinbar der Spell, den er gerade gemacht hat. Festhalten. Crazy.
Lucky me, ich wäre eigentlich jetzt 30 Minuten auf Arbeit gewesen, aber heute war mein Kreislauf wieder im Arsch. Nicht so schlimm wie Mittwoch, aber trotzdem. Also Lucky me im Sinne von, ich kann meinem Stream dabei sein. Und du bist auch noch einer. Haben noch mehr Büsche. Ja, also am Mittwoch bei mir war das scheinbar niedriger Blutdruck. Also ich hatte halt auch, dass meine Hand halt taub geworden ist, wenn ich irgendwas, irgendwie meine Blutzufuhr ein bisschen gedrosselt habe. Was ist das? Achso, da, ein Busch. Aber jetzt geht's wieder. Also gestern war noch ein kleines bisschen. Wie die Echse weggeflogen ist. am Morgen, aber ja, es ging dann im Verlauf des Tages. Jo, das ist alles hier, ne? Ich habe alles gekillt. Du bist tot. Okay, das Gebiet ist doch gar nicht so scary, wie ich immer dachte. Schön zu wissen. Bei mir war es probably das Wetter. Also klar, es war bei mir dann wahrscheinlich auch ausgelöst durch das Wetter, durch die Hitze. Aber ja, allgemein ist bei mir niedriger Blutdruck schon immer so ein Thema gewesen. So, hier wäre Moonlight Butterfly, aber iHoney ist glaube ich nicht hier. Und iHoney meinte, dass er Lieblingsboss. Deshalb werde ich damit warten, bis iHoney das nächste Mal da ist. Was wäre denn dann das Sinnvollste, wo wir als nächstes hingehen? Ich könnte zurück ins Stadtgebiet mal gehen. Guten Morgen, Ben. Und von dort aus könnte ich dann das Gemälde nochmal besuchen. Ich könnte ins DLC. Ich habe ein paar Möglichkeiten, wo ich hingehen kann. Aber ich glaube, ich gehe erstmal nochmal ins Asyl der Toten. Ja, dann ist Fitness so ja perfekt. Ja, ich habe halt jetzt seit ein paar Tagen nicht mehr. Ist mal wieder fällig. Habe mir Pause erlaubt. Und ja. Die nächsten drei Todessporteinheiten verdoppeln. Warum? Warum sollte ich das tun? Ich bin schon bei fucking 41. Also ich werde die Sporteinheiten nicht verdoppeln. hier. Dann komme ich da hin mit meiner Keule. Oder... Ah, knapp, aber okay. Wir gehen hier. Brauche ich hier noch was? Ja, genau, das brauchte ich. Also nochmal. Kannst gerne mitmachen, aber wir bleiben erstmal bei 40. Also 41, bevor man mich missversteht. Zusammenrollen und jetzt warten wir. Ich mache schon 41. Ich hatte letztes Mal schon gesagt, vielleicht
Mache ich bei 50 erstmal Stopp, also dass ich halt sage, okay, wir addieren jetzt nicht mehr, sondern jedes Mal 40. Wird sich zeigen. Egal, wenn ich nicht wüsste, was Einrollen bringt, ich wäre in der Zeit, die es dauert, bis hier irgendwas passiert, schon dreimal aufgestanden. So, wir sind wieder am Anfang. So. Besuchen wir Snuggly. Warte, ist da noch jemand? Ich habe alle getötet, oder? Ich habe keinen Bock, dass mich da irgendjemand. Nee. Das waren alle. Als jemand, der in einer Dachgeschosswohnung lebt, kann ich dir sagen, dass meine primäre Art der Transportation ist. Ach so, mit Vogel. Wohne im sechsten Stock und kann das bestätigen. Warm and soft, kannst du haben. Erstmal kriegst du Abfall. Dann beenden wir das Spiel. Dann neu. Ja. So, ein grauer Brocken. Nice. Ich weiß nicht mehr genau, was man alles geben kann. Ich glaube, ich kann hiervon eins abgeben. Mal schauen, was dabei rumkommt. Nein, falscher. Ach. Warum bin ich hier? Achso, ich habe wahrscheinlich Taurus besiegt und habe dann beendet. Cool. Ja. Ein Dämonen-Titanit. Okay, das ist krass. Ich wusste, ich krieg was Gutes, aber. Wie sieht's mit einer Brandbombe aus? Nein, nein. Ah, okay, also sagt mir direkt, wenn's nicht passt. Okay. Nein! Nein, 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 nein. No, no. Not soft. Uhrzeit. Es ist soweit. Ich glaube, ich mache erstmal. Wie heißt das? Kniebeugen. Das mache ich für gewöhnlich als allererstes. Bis es mir zu sehr auf die Knie geht. Ja, genau. Mach mal Clips. So, aber ich mache jetzt erstmal Sport. Bis gleich. Ich habe die Matte noch gar nicht unten liegen. Und wie ist das eigentlich mit dem Sound? Wird auch bei Regenwetter die Straße gut rausgecancelt? Das erstaunt mich, sonst scheint man ja überhaupt nichts zu hören. Aber wir sind so laut. Okay, es geht los.
41 Stück. Nee, 42. Moment, Moment, Moment. 42. Ein Tod durch Snuggie. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. Kein Ding. I hear thunder, but there's no rain. Yes, you can do it. Look at him go. Zurück auf Anfang. Oh. Gerade vor allem, wie war euer Tag so, was habt ihr so gemacht, aber das ist ja gerade jetzt 11:45. Oh, diesmal geht's schneller. Diesmal ging es direkt los. Okay, das scheinbar nur beim ersten Mal so. Oh, ich bin aus der Puste jetzt. Hättest du sie auch angefangen, wenn alle. Also, warte. Naja, also, ich habe die neueste Staffel von Black Mirror angefangen, den ich im Internet gelesen habe, dass alle enttäuscht sind. Hättest du sie auch angefangen, wenn alle Be gewesen wären, oder ist das so ein Autounfall irgendwelche?
Ja, aber mir. Ja, aber nicht jetzt. Irgendwann mal. Ah, okay. Okay, nicht B drücken, auf keinen Fall B drücken. Okay, die Münzen waren es nicht. Kann ich eine Seele ablegen? Nein, kann ich nicht. Hier wollte ich B drücken, um den Dialog abzubrechen. Und ja. Oh, da sagt er nichts. Okay, das bringt schon mal was. B steht für beenden. Nein, B steht für Leben be beenden. Gut, was nehmen wir? Weißer Brocken. Ich weiß nicht genau, wofür wir das gebrauchen. Aber gut. Warm and soft. Bist du soft? Du bist doch soft. Ja, da scheint er kein Problem mehr zu haben. Kannst du mehrere Sachen ablegen? Kann ich. Okay, schauen wir mal, ob das funktioniert. Okay, wir haben einen Drachenstein. Aber wir haben nur ein Item bekommen und ich weiß jetzt nicht, ob das für den Eibeseitiger war. Womöglich. Schädel, wie sieht es damit aus? Ich glaube, es kommt halt. Nein, 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 nein. Okay. Okay, probieren wir jetzt nochmal mit dem Moosklumpen, weil ich bin mir sehr sicher, dass wir nicht für den Moosklumpen einen Drachenstein bekommen haben. Den haben wir wahrscheinlich für den Eibeseitiger. Funkeltitan. Was? Für ein Moosklumpen mein Funkeltitanit. Okay, das ist das heftig. Okay. Kriegen wir was anderes, wenn Blüten dran sind? Zwei Funkeltitanit, okay. Und dann noch ein roter Moosklumpen. Und dann sind wir auch durch damit. Auch nochmal ein Funkeltitanit. Okay, krass. Vier Funkeltitanit einfach nur für scheiß Moos. So, hier gehen wir erstmal nicht durch die Mitte. Würde schon sagen, wo Gameplay. Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von Merchant Games, aber es gibt so wenig Gutes. Ja, das ist aber auch was in letzter Zeit irgendwie, glaube ich, ein bisschen zugenommen hat, ne? Also ist auch irgendwie mehr geworden, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Muss hier keine Sorgen machen, da kommt noch einiges, schätze ich. So. Ja, komm her. Was?
Roter Brocken. Was soll ich denn damit? Merkwürdige Puppe. Hier hat alles angefangen. OGs wissen. Erinnern. Ja, wo du ein Händler spielst, sowas wie die Gilde oder so. Sowas gibt es? Und es gibt eine Zielgruppe dafür? Ja, also es gibt. Es gibt einige Spiele dieser Art. Ich habe noch keins davon gespielt, aber ich wollte auf jeden Fall auch im Stream mal ein paar davon ausprobieren. Weil das beinhaltet dann natürlich nicht nur Sachen anbieten und verkaufen, sondern für gewöhnlich auch irgendwie ein bisschen Lore-Dialoge mit den Kunden, die man hat. Oder im Falle von Moonlight Drifter, glaube ich, ist es, dass du halt ein Roguelike hast, wo du Loot findest. Und wenn du dann mit einem Run fertig bist, kannst du diesen Loot in deinem Shop anbieten. Es gibt auch eine Zielgruppe für Astronauten-Hundespiele. Leute, das ist Frosche im Weltall sind. Oh. Das wäre auch lustig gewesen, aber ja, es wurden bestimmt auch schon Frosche ins Weltall geschickt. Die sind stärker als die in Anadolu, das geht doch nicht. Ist das erlaubt? Warum schicken die ihre besten Soldaten ausgerechnet hier hin? Oh, hallo. Point. Wie geht es dir? Nicht so gut wie es scheint. I'm sorry. Dann glaube ich, so eine Gruppe von Fröschen sein, die als Einheit agieren. Unvollständig. Oh, wie sie denken, sie könnten mich nochmal mit der Kugel kriegen. Oh, fuck. Okay, ich habe die Hitbox unterschätzt. Tipp Nummer 2. Rebonking. Oh, das war der Schlüssel, den ich mir vorhin noch kurz geholt habe. Und hier haben wir verrostete Eisenring. Ach, ist das der Ring, der macht, dass ich nicht stuck im Matsch bin?
Der Gefallen an diesem Seltenen wird sich freuen, wenn er entdeckt, dass er auf unsicherem Untergrund wie in Sümpfen die Balance des Trägers verbessert. Das ist kacke übersetzt im Deutschen, weil Balance ist ja auch der Wert, den du, der halt genutzt wird, wenn du blockst, um wann dein Block gebrochen wird, von was für Attacken. Und diesen Namen doppelt zu verwenden, und allgemein ist es dumm, weil es macht halt einfach nur, dass du einen Schlamm und so ganz normal laufen kannst. Was praktisch ist, aber ich hätte es anders bezeichnet als Balance. Eine Soldatenseele waren 1000 Seelen. Wie viele brauche ich für ein Level ab? Noch 7000. Eine Soldatenseele sind 1000. Eine Heldenseele. Wahrscheinlich nicht so viel mehr, also ich schätze mal 4000. Ich kann mal gucken, ob die Ritter hier respawnen. Wahrscheinlich eher nicht. Nee, nee, tun sie nicht. Die Hollows sind leider nicht die beste Grundlage, um Seelen zu farmen. Ich habe mich im Produktionskunde nicht umsonst über Übersetzung abgefragt, ja. So, die Seele kann ich eigentlich consume, ihr Schwert mache ich eh nicht. Wie viel ist das? 8000, okay, nice. Mehr Kondition? Mehr Belastung? Ja, wieso nicht? Wie ist gerade mein Stand der Dinge? Was ist mein Handy? Ich weiß nicht, wo mein Handy ist. Rechnen wir kurz aus. Vierundsechzig geteilt durch 4, 16. Das heißt, ich kann meine Rüstung jetzt in ihrem Gewicht um 0,5 erhöhen. Ja, dann mache ich das doch. Lightroll ist da. Perfekt. Gut. Wir gehen jetzt nämlich einen alten Freund. Nein, nein, wir kennen uns nicht. Aber einen Freund von einem Freund. Ach, ich hasse das. Fick alles, Alter. Was eine Scheiße. Was machen wir? Ich mache Sit-ups. Okay. 43. Einen Moment. So, einen Schluck Wasser trinken. Wichtig, immer schön im Griff bleiben. Hier noch den Stuhl zur Seite, damit er mir nicht im Weg ist. Und es geht los. 43 Stück. Ah.
Und jedem meinem Sport hätte ich mir sicherer, dass ich bei 50 erstmal nicht mache. Vielleicht fange ich dann bei Daxo 2 wieder an zu zählen, je nachdem, wie leicht mir 50 dann fallen. Okay, aber jetzt geht's erstmal los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ich schon mal hoch. Dann muss ich mich repositionieren. 19 war es. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Oh Junge. 27. Gott, das fällt mir schwerer als sonst. Aber wir ziehen durch. 28. 29. 30. Gott, was ist los? 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. Ich kann dir aus Erfahrung sagen, gerade am Anfang du schnell merken wirst, wie dir manches leichter fällt. Ich habe jetzt auch einen Job mit schwerer körperlicher Arbeit und ich merke, dass manche Sachen, die mich nicht so beanspruchen wie vorher, zum Beispiel viel laufen oder schwere Dinge heben. Was machst du denn? Ich sag immer, dass ich im fünften Stock Altbau wohne. Das ist der Grund, warum ich nicht total fett bin. Absolut nachvollziehbarer Grund. Ich bin im Setup-Team bei Estrella. Ich baue Zeug auf und ab den ganzen Tag. Ja, aber irgendwie gehen mir die Sit-Ups heute schwerer als sonst. Das ist verwunderlich. So, wir machen die vorher platt, weil sonst fallen die mit in die Arena und das ist immer lästig. Das Dümmste ist auch, dass man hier erstmal Fallschaden bekommt, sobald der Kampf losgeht. Vor dem Wetter. Ich dachte, bei dem Wetter würden mir die Sachen leichter fallen.
Nutzen das zwischenzeitlich auch Leute oder baust du wirklich nur auf und dann sofort wieder ab? Weg hier. Oh Junge, er macht das, er macht das. Not today, I saw. Komplett bescheuerte Hitbox in meinem Leben. Speaking of. Okay. Oh, wir haben ihn gemacht. Na, fügen wir ihn gleich mal zur Liste hinzu. Stray Demon. Nee, das wird alles auch benutzt. Das RSL ist in zwei große Teile aufgeteilt: Hotel und Event. Da sind Tagungen, Messen, Shows, Partys, alles basically. Nur da geht halt sehr viel jeden Tag ab und deshalb ist entweder permanent am Rumlaufen. Weiß nicht, aber sagt dir Stars in Concert was? So eine Show mit Promi-Doubles, das findet bei uns statt und wir bauen auch dafür auf. Ich bin mir sowas völlig raus. Aber ein Kumpel arbeitet bei Ticketmaster, der kennt das vielleicht. Eigentlich ist das echt bekannt. Das ist auch überall Werbung in Berlin verteilt. Viel überall. So, und den Dämon killt man für 20.000 Seelen. Das ist okay, das ist ein Level-Up. Und ein Brocken oder ein Slab, was war das jetzt? Ich hab vergessen, nachzuschauen. Ich habe es irgendwie geschafft, dass ich automatisch Werbung ausblende, wenn ich unterwegs bin. Ja. Bis auf ein paar, auf jeden Fall. So, 65 durch 4. Vorher bei 16, dann sind jetzt 1 hochgegangen, das heißt, ich komme 0,25 drauf. Aktuelle Belastung ist bei 15,9. 0,35 ist ja jetzt nicht super viel. So, wir haben ja aufgeräumt. Wo gehen wir als nächstes hin? Erstmal zu André. Ich glaube, ich kann meine Keule upgraden. Ja, same, aber wenn Arbeitgeber oben auf dem Plakat steht, checkt man das schon. Ja. Das ist ja auch irgendwie, wenn du oder jemand in deiner Umgebung irgendwie ein bestimmtes Auto hat, dann sieht man dieses Auto plötzlich überall. Es ist halt in den persönlichen Filter mit eingebunden. Ja, ich dachte, ich hätte. Oder hab. Bräuchte ich.
Okay. Whatever. Dann war es wahrscheinlich ein Slap, was ich. Ja, der graue Scholle habe ich dann wahrscheinlich gerade bekommen. Ja gut. Ich brauche mehr davon. Soll ich. Ich weiß, dass der Dings, der da oben chillt und das Tor aufgemacht hat. Wenn man den killt, dann kriegt man noch einen. Ich glaube, den mache ich jetzt. Nachdem ich mit Tobi zusammen bin, überall sein Auto. Ja. Komm. Oh, Sneeple must die. Okay, ich werde jetzt etwas riskieren. Und zwar werde ich riskieren, hier einfach runterzuspringen. Und ich habe es überlebt. Und jetzt los, 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 bevor der Golem. Sehr gut. Bye-bye! Huh. Knappe Sache, Harry, ja. Hallo? Danke. Harry Kupfer. So, hey Buddy, ich weiß, du hast für mich das Tor aufgemacht. Aber du hast was, was ich brauche. Das war sehr dringend. Ich werde mich an dich erinnern. Da, nice. Ehemaliger Intendant der komischen Oper. Okay, ja. Woher sollen wir das denn kennen? Knappe Sache, Harry, Angst Potter. Liebe, Harry, Liebe. Ja, okay. Warum bist du hier? Habe ich den mit hochgeschleift? Der andere liegt ja noch da unten. Ja. Das ist ein Problem, ja. Waffe verstärken. Mach meine Keule härter. Oh, ich drei Brocken. Aber wie ist der Schaden im Moment? 300. Wir waren gerade eben noch unter 300. Jetzt sind wir beim One-Schaden schon bei 300. Nice. Die out of context. Mach meine Keule härter. Ja, ich schätze, dann gehen wir jetzt mal in die gemalte Welt. Mama der Prinzessin. Damit ich heute auch noch ein paar Mal sterbe, so.
Nein, nein, nein. Oh mein Gott. Zum Glück falle ich schneller als der Fahrstuhl runterfährt. Ja, heil dich, du Blitzer. Ist okay. Komm mal hier hoch. Huh. Dieser Kackschild, der einfach sämtlichen Schaden wegnimmt. Das ist scheiße. Und lass vielleicht eine graue Scherbe da. Na, schade. Ja. Ist mir egal, Lord Shrek hatte seine Gründe. Wanna get an ass für knappe Sache, Harry. Hehe. Bonk. Wenn ich hier bin, rennst du dann wieder da hoch? Offensichtlich, ja. Fand die mal unmöglich zu besiegen. Grauer Brocken, geil. Hallo. Kommt ihr hier rein? Dürft ihr hier rein? Scheint so. Oder auch nicht? Doch. Sie dürfen rein. Okay. Mal sehen, wie weit. So weit also. Warum war der jetzt ein One-Shot? Ist jetzt schon auf der richtigen Höhe zum Gemälde, aber ich will vorher noch an das andere Leuchtfeuer. Dieses Geräusch erinnert mich an meinen ersten Playthrough. Ich habe hier etwa meinen ersten richtigen Playthrough aufgegeben in Anor Londo, weil ich an Smaragd nicht vorbeikam. Und ich erinnere mich so auch, diesen scheiß Hebel betätigt zu haben und dieses Geräusch gehört zu haben. So. Hab ich nicht diesen einen Ring gefunden? Nee, aber ich schau mal nicht. Okay.
Aber ich kann ein paar Seelen konsumieren, um noch mal Level aufzustellen. Und zwar machen wir mal ein bisschen wieder ein Leben. Stärke Rüstung bekommen wir so schnell eh nicht mehr. Erster Playthrough von Dark Souls war übrigens in 2000. Also mein erster Versuch war in 2014. Ist schon eine Weile her. Und es hat bis 2016 gedauert, bis ich das Spiel endlich durch hatte. Also. Ich bin nicht schnell bei Dingen, aber ich bringe sie meistens zu Ende. Außer es sind Projekte. Die vergesse ich dann oftmals irgendwann und mache nie wieder was damit. Aber da bin ich dann meistens am Anfang sehr schnell. Aha. Du denkst, könntest mich einfach so bambuseln. Nee, Dark Souls hatte mich halt schon ziemlich gefesselt, so es war ein bisschen Frage des Stolzes dann auch, das Spiel durchzuspielen. So. Ist der andere da? Ah, das ist scheiße. Wurfmesser. Ja, genau. Pen and Paper ist eins davon. Ich habe zwar noch vor, das fortzusetzen. Aber ich hatte gerade ein paar andere Prioritäten. Oh Gott, ich habe Aggro von allen gezogen. Damit hatte ich nicht so ganz gerechnet. Diesen Kronleuchter haben wir übrigens vor ein paar Folgen von da oben runterfallen lassen. Um jetzt einen Zauber zu bekommen. Obwohl wir keine Zauber benutzen. Jetzt erstmal nur kurz mit halbem Ohr da ein bisschen Zeug in der Wohnung machen, solange meine Mutter nicht da ist. Okay, wenn dir. Wo rennst du denn hin? Gut. Oh, da ist noch Loot. Da vorne ist auch noch Loot. Wurfmesser. Hm, weiß ja nie, wann man sich braucht. Ich denke, ich mache noch bis zum nächsten Tod. Das könnte in der gemeinten Welt recht bald sein. Die Welt ist sehr gemein.
jetzt bitte den Sound von Mario 64 einfügen, wenn man in ein Bild springt, in der Kursauswahl ist. Nee. Nee, ich weiß nicht mehr, wie der ging. Leuchtfeuer wurde entzündet. Okay, hier gab es, glaube ich, irgendwo noch Loot. Oder? Ja, hier kann man lang. Und dann hier. Dann dort. Und dann hier entlang. Und dann dort entlang. Und oder auf nichts. Gibt es keinen Loot? Wie macht man so einen Weg, wenn hier nichts ist? Ernsthaft jetzt? Das ist ein bisschen enttäuschend. Ja. Mir ist nie aufgefallen, dass es hier im Hintergrund so einen Glitzer, Schnee-Eis-Soundeffekt gibt. Die Tränen haben mich gerade erschreckt. Ah! Und du! Kleiner Wichser! Nein! Ach komm, warum komme ich denn da rein? Ach, ich bin schwer vergiftet auch noch. Wenn diese Gegner nicht... Oh. Feuer spucken sie auch noch. Und ich bin direkt wieder vergiftet, als ob. Ja, okay, der Tod kommt wahrscheinlich schneller als erwartet. Ich jetzt nicht auch direkt am Anfang all meinen lila Moosklumpen wasten will. Ja, da drüben chillen die, die kommen rüber. Sobald ich dieses Item mir gönne, um das zu vermeiden, bringe ich hier hin. Und ja, hoffe, dass sie mir nicht hier reinfolgen können. Weil hier unten sind auch noch weiße Sachen. Und Gelände, das mich davon abhält, sie zu töten. Willst du mich verarschen? Eine See. So, jetzt habe ich keine Ahnung, wo die großen umliegenden Krähen sind. Jetzt
sind die schon hier unten oder chillen die nur da oben? Chillen leider scheinbar nur da oben. Aber wir müssen gucken, wie gut wir uns gegen die behaupten können. Ja, da sind sie. Ah, nicht gut. Nicht gut. Hey Honey, herzlich willkommen. Hi Honey. Ja gut, wenn du hier bist, dann mache ich jetzt glaube ich nochmal meine Übung. Dann, weil ich habe damit auf dich gewartet, gehe ich nochmal zum Moonlight Butterfly. Dann machen wir den. Und dann hole ich mir die goldene, die göttliche Blut und dann machen wir Feierabend. Aber erstmal Sport. 44 Tote. Übrigens, Alhani, ich weiß nicht, ob du gestern noch da warst, aber was mir zu spät erst aufgefallen ist, ist, dass du mein erster Sub bist von einer Person, die ich nicht persönlich kenne. Das ist sehr bedeutend für mich. Danke dafür. So, okay, 44. Diesmal plank ich. Okay. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. Nein, hatte das ein zu viel. Ah, jetzt habe ich ein zu viel gemacht. Ah. Aber Moment, hier ist gerade menschenständig. Ich bin gleich wieder da. Ich muss kurz am Boden bleiben. Oh. Oh, then now you're dying. Bin also dein erstes Mal, also in der Hinsicht ja. Auf jeden Fall. Und no, you almost crying. Nein, ich weine nicht. Weißt du, ich weine auf dem Bild, aber in Wirklichkeit weine ich nicht. Ganz sicher nicht. Ich bin ein Mann. Noch einer zu viel, nochmal von vorne dann. Dog, I would cry. Was? Wie von diesem Feuer ist Teleport nicht möglich? For real? Hab noch nie mehr rausgehört, dass jemand weint als hier.
Oh, warte, ich habe vergessen zurückzuschalten. Ja. Ich habe gerade festgestellt, dass ich nicht von hier aus reisen kann. Das heißt, wir können jetzt doch keinen Moonlight Butterfly machen, aber weil du gerade erst dazugekommen bist, mache ich trotzdem noch mal ein bisschen weiter. Ja, okay. Ja, komm her. Oh, Scheiße. Jetzt wollte ich mal was ausprobieren. Ich habe ja von den Dudes schöne Wurfmesser bekommen. Wie viel Schaden machen die denn? Absolut nicht genug. Und direkt wieder vergiftet, Alter, was? Ja, dann drauf geschissen. Schnell, 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 bevor der nächste Feuerball kommt. Die freundlicherweise sehr oft einfach durch mich hindurchfliegen. Oder ist hier noch einer? Ich habe kein Estus mehr. Mann. Zum Glück checkt das Gift hier recht langsam. Aha. Ein Eibeseitiger. So, aber ich habe eigentlich keine Zeit, das weiter zu exploren. Ich muss zurück ans Leuchtfeuer, sonst sterbe ich. Und das würde ich gerne noch ein kleines bisschen hinauszögern. Das erste Mal, dass ich das hier mache, ohne wirklich Möglichkeit zum Fernkampf zu haben. Right, hab's auch gehört. Muss gleich los, werde heute wieder alt gemacht. Also ein Selbstverwirklichungsding. Also quasi ja, Abschlussprüfung einer Maskenbildnerschülerung. Oh, that's cool.
Das Bild vom Probedurchlauf ist auf dem Discord. F steht für Freunde, die was unternehmen. Mit dem Eibeseitiger wirst du dann zur wunderschönen Frau, ja. Ich habe vorhin so einen eingetauscht für einen Drachenstein, glaube ich. Bei Snuggly. Aber ich glaube, das geht ja alles nur einmal. Ja, komm her. Da war noch einer. Der hat mich letztes Mal bambuselt. Wo ist der? Dort. Ah, fuck. Komm erstmal runter. Ein bisschen langsamer. Danke. Er hat früher oder später eh vergiftet von denen, also was soll's? Ja, da. Es ist unmöglich, für mich nicht vergiftet zu werden. So, ich renne jetzt einfach mal hier ein bisschen durch. In der Hoffnung, nicht zu viel Akku zu ziehen. Einen Teil davon auch wieder zu verlieren. Hierfür brauche ich, glaube ich, wo ich das öffnen kann. Aber hier werde ich mir gleich einen Shop. Wow! Shortcut eröffnen können. Hier schnell durchrennen. Ja. Okay. So, und bei der Kriege geht der Tausch noch also Battle. Du brauchst den Eibeseitiger eigentlich nur, um nach der Quest des Mensch bei der Tochter. Ja, ich weiß. Ja. Aber ich habe jetzt nicht vor, so großartig auf Problematik zu gehen. Deshalb, ich weiß schon, dass ich den nicht brauche. So, wäre ich jetzt menschlich, würde ich jetzt Besuch bekommen. Bin ich aber nicht, weil ich muss mir meine Menschlichkeit für zu leer aufsparen. Weirde Hintergrundgeräusche, Alter. Richtig ernst, Settling.
Haben wir gestern überlegt, dass ich mir auf dem Rücken eventuell den Moonlight Butterfly als Tattoo stechen zu lassen? Ja, stelle ich mir gut vor. Ist auf jeden Fall sehr ästhetisch. Ah, fuck. Ich habe den Damage auf jeden Fall. Ich bin strong. Aber es ist auch so lächerlich, die bewachen hier nichts. Von hier oben aus betrachtet bringt diese Statue da gar nichts. Spielt nur eine Rolle, wenn man unten im Keller ist. Und das wird noch richtig lustig da unten. Du bist off. Okay, goodbye. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Verschlossen. Fun Fact für alle, die es noch nicht wussten: Diese Map hier, die gemalte Welt, Painted World, ist tatsächlich das Teststudio quasi gewesen für From Software, wo sie verschiedene Sachen getestet haben in der Entwicklung des Spiels. So, verschiedene Overworld Mechanics. Kann man schreckens, ja, auf jeden Fall. So, allerdings muss ich jetzt demnächst auch mal den PC räumen. Hier müssen heute noch wichtige Dinge getan werden und ich muss heute noch zur Arbeit. Von daher werde ich jetzt mal kurz gucken, ob wir irgendwo hinraiden können. Nichts, wo es sich wirklich lohnt. Aber dann gehen wir einfach zu den Ottern. Die Tauben sind, glaube ich, ausgeflogen mittlerweile. Wichtiger als Dark Souls, ja. Leider schon. Es ist. Name. Nein. SQ. Direkt minus drei Zuschauer. Ja, tatsächlich. Geht das noch? Ja. Muss. Okay. Genau, wir rennen rüber zu den Ottern. Sind einfach nur Otter. Wir plus 3. Nice. Gönnt euch Kanalpunkte. 250 an der Zahl, glaube ich. Mehr, wenn man subscribed hat. Und wir sehen uns dann die Tage. Vielleicht mache ich morgen nochmal Fitness Souls, bevor ich arbeiten gehe. Ich hatte es vor. 7 sogar plus 4. Okay, aber jetzt geht's erstmal rüber zu den Ottern. Tut mir leid, falls gerade noch jemand gerade erst dazugekommen ist. Ist leider schon vorbei. Bis dann.